Also hier sind wir jetzt an der Elektronenstrahlmikrosonde oder auf Englisch Electron Probe Micro Analyzer. Und jetzt gehen wir einfach mal rein. Wie man sehen kann, gibt es hier nicht nur die Elektronenstrahlmikrosonde, sondern auch noch den Pointlocker, der ist hier im ersten Raum. Der Pointlocker ist ein einfaches Mikroskop. Hier kann die Probe eingeschoben werden, dann können Punkte auf der Probe markiert werden und dann können diese Punkte direkt an der Mikrosonde gemessen werden und müssen dort nicht nochmal eingestellt werden. Also dieser Pointlock ist direkt verbunden mit der Mikrosonde. Wird nicht so häufig genutzt, kann aber sehr praktisch sein, wenn man sehr viele Punkte analysieren möchte. Aber jetzt gehen wir mal rein zur Mikrosonde. Und das hier ist die Mikrosonde. Und so eine Mikrosonde besteht im Grunde genommen aus zwei verschiedenen Geräten in einem. Das erste Gerät ist, dass wir hier erstmal ein Rasterelektronenmikroskop haben. Das ist hier diese Säule in der Mitte. Hier unten drin steckt dann die Probe. Und so sieht eigentlich auch ein Rasterelektronenmikroskop aus, nur dass die Geometrie hier unten ein bisschen anders ist. In der Mikrosonde haben wir eigentlich nur eine Y-Ebene. Wenn wir am Raster auch noch in der Z-Ebene fahren können, wir können andere Proben einbauen, eidimensionale Proben, das machen wir hier alles nicht. Hier haben wir immer Dünnschläge. Und das zweite Charakteristikum dann für die Mikrosonde sind diese Kristallspektrometer 1, 2, 3, 4, 5, die hier außen oben angeordnet sind, mit denen wir die Probe chemisch analysieren. Wenn wir jetzt hier nochmal in die Säule gehen, haben wir hier oben erstmal eine Elektronenkanone. Das ist hier ein Feldemissions Elektronenkanone. Da werden die Elektronen runtergeschossen und treffen dann hier unten auf der Probe auf. Und auf der Probe interagieren die Elektronen mit der Probe in unterschiedlicher Art und Weise. Zum Beispiel können Elektronen einfach wieder zurückgestreut werden. Und diese Rückstreuelektronen können detektiert werden und dadurch bekommen wir ein Bild. Und es gibt Sekundärelektronen, die werden auch rausgeschlagen aus der Oberfläche und damit bekommen wir auch ein Bild, Sekundärelektronen. Und das wird aufgezeichnet über die Detektoren, die hier außen dran sind. Es gibt drei Detektoren für SE, BSE und auch noch Kathodolumineszenz. Das ist dann im sichtbaren Bereich. Eine zweite Interaktion, die hier stattfindet, ist, wenn die Elektronen auf einzelne Atome treffen. Dann hat man den Atomkern und um den herum gibt es hier Elektronenschalen. Dann kann ein Elektron aus einer tiefen Schale rausgeschlagen werden und von der höheren Schale fällt dann ein Elektron nach. Und bei diesem Nachfallen wird Energie frei. Und die Energie wird als Röntgenstrahlung ausgesendet. Und Röntgenstrahlung hat einmal eine Wellenlänge, aber auch eine Energie. Und jetzt haben wir zwei Detektorenarten, um diese Röntgenstrahlung zu messen. Einmal energiedispersiv mit einem Halbleiterdetektor. Da können wir die unterschiedlichen Energien, die auch von den unterschiedlichen Elementen, Silizium, Magnesium, Eisen, was auch immer ausgestrahlt werden, detektieren. Mit diesem energiedispersiven Detektor. Oder wir können die Röntgenstrahlung direkt messen. Und dazu gibt es dann diese Kristallspektrometer, diese fünf. Und dabei wird die Röntgenstrahlung hier oben ausgestrahlt, befindet sich hier im Kristall, im Analysatorkristall. Dort wird die Röntgenstrahlung gebeugt und wird dann hier unten in dem Detektor detektiert. Und der Kristall wird so eingestellt, dass immer nur eine bestimmte Wellenlänge gebeugt wird, sodass wir immer nur zum Beispiel Silizium detektieren oder Magnesium, Eisen oder sonst irgendwas. Also das Spektrometer selbst besteht aus dem Analysatorkristall und dem Detektor. Und der Analysatorkristall, der kann hier oben runterfahren, deshalb gibt es hier oben diese Stellmotoren. Und dieses Gesamte ist dann praktisch, wie diese Mikrosonde funktioniert. Die Elektronen werden hier im Probevakuum beschleunigt, damit sie nicht mit Luftmolekülen kollidieren, dabei abgelenkt werden oder vollständig abgelenkt werden und müssen sie weiter fokussieren. Und dafür gibt es verschiedene Pumpen. Manche Pumpen stehen im Nebenraum. Es gibt hier oben aber auch noch verschiedene Pumpen, die hier angebracht sind. Hier ist Hochvakuum. Jetzt sind wir bei 1·10⁻⁴ Pascal eben zu erzeugen. Hier vorne haben wir die Schleuse. Da können wir die Probe einschleusen. Da kann man das Ganze hochnehmen. Wir können die Probe reinfahren. Kann die Probe wieder rausfahren. Also müssen wir die Schleusen kann man natürlich aufmachen, um wieder reinzukommen und so weiter. Und dafür benutzen wir ganz einfache Dünnschliffe oder angeschliffene Dickschliffe. Es gibt auch noch eine Kühlfalle, wenn man
noch ein besseres Vakuum erzeugen will. Das heißt, Stickstoffbehälter und solche weiteren kleineren Spielereien. Hier an der Seite haben wir einen Stickstoffschlauch, damit können wir die Probe ein bisschen abpusten. Den Stickstoff raus. Und verschiedene Ventile in der Mikrosonde selbst laufen auch über Stickstoff. Die Probenkammer wird mit Stickstoff geflutet, einfach um den Sauerstoff in der Probe, in der Mikrosonde zu vermeiden. Und die Detektoren, die hier unten sind, das sind Gasproportionalzähler. Das heißt, da läuft durch manche ein Gas durch, ein Argon-Methangas. Und da wir Stickstoff brauchen, ein Argon-Methangas, haben wir hier einen Flaschenschrank, in dem diese beiden Gasflaschen drin sind. Und das ist dieser Sicherheitsschrank. Muss Feuerschutz sicher sein, da hier Methan drin ist, ist brennbar. Und hier ist einmal die Stickstoffflasche, hier ist einmal die Argon-Methan-Flasche. Und hier sollte man auch immer wieder, ins Laborbuch musste sogar eingetragen werden, den Füllstand ablesen vom Stickstoff oder vom Argon-Methan, damit man die rechtzeitig nachfüllen kann. Denn wenn der Stickstoff leer läuft, kann man beispielsweise keinen Probenwechsel mehr machen. Und das wäre natürlich schlecht. Die Proben selbst werden hier drüben vorbereitet. Da haben wir einen Tisch. Wir müssen natürlich Handschuhe dazu benutzen. Und dann können wir die Probe ausgebaut haben, dann Schlitten benutzen. Hier drüben sind die ganzen Proben drin. Und dann gibt es solche Probenschlitten, auf denen die Probe eingebaut wird. Beispielsweise hier, den holen wir raus, dann haben wir hier den Probentisch selbst, den können wir rausnehmen, können den hier draufschrauben und das Ganze wird dann nachher in die Mikrosonde eingebaut. Hier ist jetzt eine Halle für runde Schliffe, das sind alles hochpolierte Schliffe, damit die Interaktion der Elektronen mit der Probe gut funktionieren kann. Es gibt natürlich auch Probenhalter für eckige Schliffe, die sehen natürlich so aus, oder irgendwelche speziellen Halter, falls die Proben mal ein etwas ungewöhnliches Format haben sollten. Wenn man hier arbeitet, sollte man danach, nicht sollte, sondern muss danach natürlich immer alles wieder wunderbar aufräumen, zumachen, wegschließen, sauber machen, ordentlich aufräumen. Eigentlich sollten auch nicht diese Handschuhe einfach rumliegen. Natürlich ist nur zu Demonstrationszwecken hingelegt, dass man sich das nicht machen soll, ist ja klar. Und dann gehen wir mal rüber an den Steuerungscomputer der Sonne selbst. Beziehungsweise eine Sache noch davor, damit man sich besser orientieren kann auf der Probe, kann die Probe selbst hier mit diesem Scanner gescannt werden. Da kann man diese Probe umgekehrt reinlegen, scannt die und bekommt dann ein Bild, auch mit dem man leicht seine Proben über die Probe navigieren und finden kann. Das ist jetzt der Steuerungscomputer. Hier sind mal die wichtigsten Fenster schon offen. Jetzt hatte ich vorhin gesagt, die Mikrosonde besteht eigentlich aus zwei Teilen, einem Wasserelektronenmikroskop und dann eben noch diesen fünf winkeldispersiven Spektrometern außenrum. Und entsprechend gibt es ja auch zwei Fenster. Und das ist ein Fenster praktisch nur für das Rasterelektronenmikroskop, deshalb steht ja auch SEM für Scanning Electron Microscope. Und hier stellen IPMA, in diesem Fenster werden nur diese 5 Spektrometer gesteuert. Also ich kann jetzt hier in diesem Fenster mal umziehen über die Mikrosonde. Hier unten ist die Probe, da ist der Elektronenstrahl. Hier ist jetzt gerade ein Unterbrechungs-Faraday-Cup eingebaut, den mache ich mal kurz raus. Und dann sieht man hier links ein Elektronenbild. Das ist jetzt ein Elektronenbild von dem Standard, das ist nicht besonders aufregend. Also hier können dann Standards gemessen werden, die man braucht für quantitative Analysen. Man kann jetzt hier nicht nur das alte bildgebende Verfahren machen, sondern es lassen sich hier auch per EDX, also dieses energiespezifische Spektrometer, Spektrum aufnehmen. Die Firma 1 kurz dafür machen, dafür muss ich erstmal das Spektrometer aufmachen. Auf Analysis gehen, Details sind hier nicht ganz entscheidend. Und dann mache ich hier mal eine Punktanalyse und erhalte hier unten dann das entsprechende Spektrum dafür. Das heißt, hier haben wir jetzt offensichtlich ein FES, also ein Eisensulfid. Dann kann ich das Ganze dann stoppen
mache das EDX zu, schließe auch wieder den Detektor, beziehungsweise unterbreche den Probenstrahl, das wurde ja schon automatisch gemacht, nachdem die Analyse beendet ist. Und das passiert alles hier. Und auf der Seite hier bediene ich die Kristallspektrometer. Dafür gibt es verschiedene Programme, die hier alle aufgelistet sind. Da kann ich irgendeins aussuchen und auswählen. Und dann sieht man hier das gesamte Messprogramm, auf das ich natürlich nicht im Detail eingehe. Das sind die verschiedenen Spektrometer. Spektrometer 1, 2, 3, 4, 5. Zum Beispiel auf Spektrometer 5 jetzt Eisen und Nickel gemessen. Auf Spektrometer 1 wird Silizium gemessen und so weiter. Und was das bedeutet ist, wenn hier Silizium gemessen wird, sieht man hier ist die Probe, das hier ist die Säule, das ist das Spektrometer. Hier kommt die Elektron auf die Probe, die Röntgenstrahlung produziert, trifft auf den Kristall in den Detektor. Und was ich jetzt hier machen kann, ich will es mal hier genau zeigen, ich kann hier unten die Position ändern, schreibe hier mal 100 hin, und dann fährt dieser Kristall und der Detektor. Und das wollen wir jetzt auch mal tatsächlich direkt angucken. Ich kann hier oben Licht machen in dem Spektrometer und dann gehen wir mal zum Spektrometer rüber. Das ist dieses Spektrometer 1 und schauen da einfach mal direkt rein. Also man kann jetzt hier von hinten in das Spektrometer schauen. Und dann sieht man den Detektor, der ist weiter vorn und der gerade durch so Golden den Kristall. Da muss man ganz dicht dran, ich mache auch mal das Licht aus, dass man richtig reingucken kann. Und dann fahre ich das mal hin und her, dann lässt sich das dann besser erkennen. Jetzt kommt unten der Detektor auf einen zu und ein Stück weiter hinten ist dann der Kristall, der auch auf einen zukommt, der entlang von so einer Skala fährt. Deshalb werden hier die Kristallpositionen auch immer in Millimeter angegeben, weil der entlang dieser Skala einfach noch von oben nach unten fährt. Und sobald hier oben ist, mache ich mal das Licht aus. Und dann sieht man, wie es da drin dunkel wird. Beziehungsweise mache ich dann nachher noch kurz. Und das sind diese Spektrometer, die da drin schön hin und her fahren. Und das ist so die gesamte Mikrosonde. Wir haben da noch ein paar Kleinigkeiten. Wir haben noch einen Offline-Computer. Das ist ein zweiter Computer, an dem man die ganzen Daten, die man gemacht hat, dann separat auswerten kann, sodass man hier nicht blockiert, falls jemand messen möchte. Hier drüben haben wir noch eine Infrarotlampe, um die Proben vorher aufzuheizen. Das sieht man dann, wenn man den Kristallwechsel macht. Und hier noch zwei Sachen, die wichtig sind, auf die man achten sollte. Einmal, hatte ich ja gesagt, hier drin sind wir Hochvakuum, das kann man hier unten sehen. Also man ist hier Specimen Chamber, ist die Kammer da unten. Hier ist einmal 1,3 mal 10 auf 4 Pascal. Und das hatte ich noch vergessen, das ist einfach die Probenoberfläche optisch. Hatte ich ja vorhin auch mal gesagt, dass man hier optisch die Probe sehen kann und hier kann man die zum Beispiel scharf oder unscharf stellen, indem man sie dann ein klein wenig hoch und runter fährt. Es gibt eine Anleitung, immer reingucken. Wenn es sonst Probleme gibt, natürlich fragen. Wenn man fertig ist, macht man den Monitor aus. Grüner Punkt, hinterlässt hier alles sauber und das ist das Mikrosondenlabor.